Auch wenn heute bedeckter Himmel ist, so nimmt auf jeden Fall ausreichend Schutz vor Sonne mit. Darum ist bei mir Sonnencreme und aber auch eine Sonnenbrille Pflicht. Denn die Sonne, die wird auf jeden Fall heute nochmal durchkommen. Die Wolken werden nochmal zwischendurch aufreißen und die Sonne hat sehr viel Kraft. Darum genug Schutz vor UV-Strahlen, einerseits für die Augen, andererseits für die Haut. Also Tipp Nummer 1, Sonnenschutz. Das hier ist die Rute, mit der ich heute fischen werde und die heute zum Einsatz kommen wird. Das wird wahrscheinlich auch die einzige Rute sein, mit der ich heute fischen werde. Aber auch wenn man noch so puristisch wie möglich ans Wasser gehen möchte, so empfehle ich euch Tipp Nummer 2, nehmt auf jeden Fall eine Ersatzrute und eine Ersatzrolle mit. Hier ist sie, die liegt bei mir im Auto, die ist sicher und warm hier drin im Wagen und wartet darauf auf ihren Einsatz und die wird hundertprozentig nicht zum Einsatz kommen. Aber wenn ihr die vergesst, dann ist es nämlich soweit. Dann geht euer Sickring kaputt oder ihr habt eine kaputte Rolle oder die Rute bricht durch. Irgendwas passiert immer, ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Darum ganz wichtig, Tipp Nummer 2, Ersatzgerät dabei haben, dann kann nichts schief gehen. Tipp Nummer 3 zum Start in eine neue Raubfischsaison. Geht nicht einfach auf blauen Dunst los, sondern plant eine Route vorher, die ihr abfischen wollt. Ich habe mir gerade dieses Gebiet auserwählt, weil ich jetzt hier nahe des Hauptstroms auch fischen werde, weil die Zander jetzt gerade zum Saisonstart auch in diese strömungsreichen Gebiete reingezogen sind. Hier erhoffe ich mir gute Fänge und vor allem auch gute Fische. Soll heißen, macht euch genaue Vorstellungen darüber, welche Route ihr abgeht, geht an bekannte Plätze und vor allem wählt mehrere Plätze aus. Denn ihr seid das erste Mal wieder am Wasser und die Fische haben sich zwar hauptstromnah eingestellt, aber wo sie genau stehen, das wird sich erst im Laufe des Tages zeigen. Also Tipp Nummer 3, eine feste Route vorher planen, dann losgehen und anfangen zu fischen, dann werdet ihr auch mehr fangen. Jeder aktive Spinnfischer unter uns hat natürlich zu Hause eine Vielzahl an Ködern und auch an Ködervarianten. Gerade zum Anfang der Saison stellt sich jeder die Frage, mit welchem Köder ich jetzt fischen soll und die Box ist immer reichlich gefüllt. Ich habe auch immer viele Modelle dabei, mit denen ich auch ausweichen kann, aber in der Hauptsache fische ich jetzt den Köder meines Vertrauens und mein Vertrauensköder, das ist der FZ-Chat in der Farbe Pumpkin. Das wird der Köder sein, den ich heute in der Hauptsache fischen werde, weil der hat mir auch in den letzten Jahren viele schöne Fische gerade zum Anfang der Saison beschert und hat das ganze Jahr über immer gut gefangen und da setze ich einfach mein Vertrauen rein. Darum Tipp Nummer 4, fischt den Köder eures Vertrauens, dann werdet ihr auch mehr Zander fangen. Wenn ich meinen ersten Angelausgang des Jahres bestreite, dann überlasse ich nichts dem Zufall. Ich habe zu Hause im Vorwege meine Rolle schon richtig schön gut geölt und gefettet,
habe die Schnur die ersten paar Meter abgemacht, weil das ist immer die Schnur, die schon im Laufe der Saison schon am meisten gelitten hat. Achtet darauf, dass ihr genug Schnur auf der Spule habt. Gegebenenfalls lasst die gerade zum Anfang der Saison neu bespulen. Darum Tipp Nummer 5, wartet euer Angelgerät ordentlich im Vorwege, damit ihr nachher am Wasser keine Schwierigkeiten bekommt und schön frei rausfischen könnt. Gerade zum Saisonstart müsst ihr auf jedes Wetter gewappnet sein. Darum ist es ganz wichtig, dass ihr wasserfeste und regenfeste Kleidung anhabt und auch dick genug angezogen seid, sodass ihr nicht friert. Darum Tipp Nummer 6, die richtigen Klamotten anziehen, lieber ein Teil ausziehen, als ein Teil zu wenig anhaben, weil wer friert, der will nach Hause, wer nass ist, will genauso nach Hause und wir wollen heute schöne Zander fangen. Darum Tipp Nummer 6, regenfeste Klamotten und warme Klamotten anziehen. Na, da haben wir doch mal einen schönen. Ein Glück. Ich dachte schon, es wird gar nichts mehr hier. Da, seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Genau, ihr könnt es nämlich sehen. Ich nämlich auch. Kein Angler. Und das ist Tipp Nummer 7. Am besten, wenn ihr das erste Mal zum Saisonstart losgeht, nehmt euch einen Tag Urlaub, damit ihr alleine am Wasser seid oder zumindest nur wenig Angler trefft. Weil so könnt ihr die Plätze befischen, die ihr euch auch vorgenommen habt zu befischen. So habt ihr sicherlich mehr Spaß am ersten Tag der Saison und werdet auch mehr Fische fangen. Darum mein Tipp an euch, nehmt euch den ersten Tag für den Saisonstart einen Tag frei und ihr werdet mehr Spaß am Wasser haben. Tipp Nummer 7. Ja Mensch, schade, der Saisonstart, der gestaltet sich schwieriger, als ich mir vorgestellt habe. Jetzt bin ich schon gute 3 Stunden am Angeln. Da kommen wir auch zu Tipp Nummer 8, den ich, glaube ich, jedes Mal wieder bringen werde. Genug Proviant am Start. Da hat man auch mehr Freude am Angeln. Mit hungrigen oder mit durstigen Magen lässt sich schwer angeln. Darum, was dabei im Gepäck? Kleine Flasche Wasser, ein Brötchen oder ein Brot. Und dann kann es auch die nächsten 3 Stunden weitergehen. Prost! Und schon wieder ein Hänger. Da kommen wir auch schon gleich zu Tipp Nummer 9. Strecke machen ist immer gut. Im Frühjahr heißt es aber, wenn ihr die Fische gefunden habt,
da bleiben, weil dann sind die Fische, die bleiben alle oder die stehen alle sehr dicht beieinander und in einer Region. Wenn ihr den Platz gefunden habt, wo die Fische stehen, dann werdet ihr den ganzen Tag lang auch Freude haben. Ich habe sie noch nicht gefunden, ich muss weitermachen, ich habe jetzt einen einzigen kleinen. Darum Tipp Nummer 9, Fische suchen, Schwarm gefunden, da bleiben. So Freunde, Tipp Nummer 10. Jippa, da ist er. Hier ist es, mein 50er Weibchen, was ich haben wollte, mein Küchenzander. Ah, schön. Der hat nämlich genau an dem Platz neben den Plätzen gebissen, wo ich die kleinen Zander gefangen habe. Weil die großen stehen immer einzeln. Die stehen nicht im Schwarm, wo die kleinen sind. Ich habe genau diesen Platz abgeangelt. Hab meinen Zielfisch bekommen. Da ist er. Tipp Nummer 10. Wenn ihr die kleinen gefunden habt, links und rechts davon probieren. Da stehen die großen. Herrlich. Schöner Zander. Wow, Leute. Mensch, was soll ich bloß sagen? Ihr seht, Sonne ist da. Gut, dass wir Tipp Nummer 1 gemacht haben mit der Sonnencreme. Aber auch sehr gut, dass ich Tipp Nummer 2 beherzigt habe, weil da ist mir doch tatsächlich die Spitze abgebrochen. Kaum habe ich den großen Fisch gerade versorgt, denke ich, was baumelt denn hier an meiner Rute? Oh, und da spricht doch, ist die Spitze hier abgebrochen? Das gibt es ja wohl gar nicht. Gute 20 cm abgebrochen. Meine Güte, ey. Das ist eine neue Rute. Die ist eigentlich praktisch nagelneu. Also gut, dass ich Tipp Nummer 2 berücksichtigt habe und eine Ersatzrute mitgenommen habe. Weil die wird jetzt auch zum Einsatz kommen, weil mit der kann ich nicht weiter angeln. Und wenn ich jetzt meine Ersatzrute nicht dabei gehabt hätte, dann wäre mein Angeltag jetzt vorbei. Tja, schade. Ich hoffe, dass mir Fox das Teil tauscht.